So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Curious Expedition. Kleine Sprechpause gemacht. So, wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession und gerade eben haben wir die zweite Expedition erfolgreich hinter uns gebracht, ohne einen Mann zu verlieren. Jetzt geht es weiter und können wir gar nicht aufnehmen, weil ich beim letzten Mal ja gefragt habe, welche der beiden soll ich wählen. Das ist jetzt mir egal, tut mir leid. Ich mache jetzt einfach mal weiter, weil ich muss ein bisschen was auch voraufnehmen. So, und ich würde sagen, Continue Game, weiter geht's. Huch. Und plötzlich hat sich das hier verändert. The Deadly Grasslands. Also von dem her hat sich meine Abstimmung sowieso erledigt, weil wir nämlich zwei unterschiedliche haben. Und zwar einmal in Südamerika. Okay, bin ich ein bisschen verwirrt, warum jetzt sozusagen das nochmal gerandomt wurde. Aber okay, soll kein Problem sein, ist ja eigentlich nicht so wichtig. Wir haben auf jeden Fall jetzt zwei verschiedene Expeditionen zur Auswahl. Expedition 3 von 5 sehe ich gerade. Das heißt, das könnten wir eventuell schaffen, einmal durchzuspielen, den Charakter, ohne allzu viele Folgen in den Wind zu blasen. So, also, The Golden Swamps. This region is notorious for swamps. It is said that many sunken temples can be found here. We should bring an extra set of dry clothes. Viele trockene Klamotten braucht man dafür wohl. Dann wieder in China, The Deadly Grasslands, a well-balanced region consisting mostly of white grasslands and jungle. Und ich glaube, in so einem waren wir bereits in unserer ersten Expedition. Das heißt, ich würde jetzt mal dazu plädieren, dass wir hier in Südamerika The Golden Swamps nehmen. Wenn ihr nichts dagegen habt, Fame haben wir 258, dann schauen wir mal. So, und Start Expedition. Bling. Die Wolken ziehen sich zur Seite. Und es geht los. You can now take up to 4 units on your expedition. Ich glaube aber, ich kann keinen nehmen, weil ich ja schon voll bin. Oder? 1, 2, 3, 4. Okay, wir probieren es aber trotzdem mal und nehmen diesmal unseren Persian Translator mit. Aber ich glaube, das geht nicht. Genau, geht nicht, weil wir nämlich voll sind. Deswegen, ja. Okay, könnte man aber eigentlich auch ausblenden den Screen. If slots are full, then no window here. Ihr merkt, ich bin voller Pro-Programmierer, voller Pro-Gaming-Programmierer. So, okay, Deal, wir wollen loslegen. Wir haben 258 Dings, Fame, und dafür können wir jetzt natürlich wieder Items reinholen. Das letzte Mal, achso, wir können hier natürlich auch diesen machen. Stimmt. Oder auch beim Trading verwenden. Das ist natürlich interessant, wie viel würden das geben? Das waren 30, aber ich glaube 40 wurde es reingehandelt. Egal. So, was haben wir denn hier, was wir noch nie gesehen haben? Wir haben noch nie gesehen das hier. Das sind die Binoculars, Ferngläser. A wonder of optical science. These magnificent binoculars will slightly increase your viewing distance. Was sicherlich nicht zu unserem Nachteil ist. Sehr cool. Das war der Ballon. Hier haben wir einen Kescher. So, was brauchen wir denn? Whisky könnten wir natürlich schon mal wieder eins mitnehmen. Das war gut zum Traden. Auf jeden Fall müssen wir First Aid Kits mitnehmen. Dann nehmen wir jetzt auch mal 4 mit, weil es kann gut sein, dass wir hier auch zweimal angegriffen werden, wenn wir das jetzt hier ein bisschen länger durchziehen. Ja, Ammo hatten wir. Kann man aber auch nochmal 2 mitnehmen. Ist auch gar nicht so teuer. Nehmen wir ruhig mal 4 mit. Irgendwas, um Tiere zu verschrecken, war doch noch ganz gut. Was hatten wir denn da? Da war dieses Horn, genau, das lassen wir mal. Die Cocoa Leaves können wir eigentlich mit einbringen. Schokolade nehmen wir vielleicht auch nochmal 2. Whiskyflasche haben wir schon eine. Fackeln haben wir eigentlich auch genug. Jo, dann würde ich mal sagen, irgendwas könnten wir doch eigentlich noch mitnehmen. Was wir bisher noch nicht ausprobiert haben, zum Beispiel entweder die Ferngläser, die wahrscheinlich sehr teuer sein werden. Ja, aber ist kein Problem. Oder den Drafting-Kompass. Wobei hier nicht steht, was der eigentlich für einen Sinn macht. Aber das macht nichts. Was kann denn hier nochmal der Kostenflair? Can also be helpful to reveal nearby areas. Okay. Ja, aber ich habe irgendwie Bock auf die Ferngläser, muss ich mal sagen. Was könnte man mit dem Ballon machen? Interessante wissenschaftliche Daten sammeln. Natürlich auch sehr interessant. Okay, ich würde mal sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Dann machen wir mal Deal. Wunderbar. Guck mal, jetzt sind wir schon relativ voll.
Okay, congratulations on equipping yourself for the trek. Good luck. Dankeschön. Und los geht unsere dritte Expedition. Und ja, hier sparkelt es ein bisschen in der Gegend. Liegt das am Kompass? Ja, der sagt mir, dass ich gar nicht in diese Richtung gehen soll, sondern eher so rum. Dann würde ich aber mal sagen, laufen wir so. Und, oh ja, wir haben ja richtig, richtig viel zu erkunden. Das wird jetzt eine spannende Geschichte und ich hoffe, das dauert nicht so lange. Ja, dann gehen wir doch mal in diese Richtung. Geht es los mit unserer weiteren Expedition. Wunderbar. Hier haben wir auch gleich eine Mission entdeckt. Das ist toll. Ja, brauchen wir die gerade? Wir könnten ein bisschen traden, aber so wirklich notwendig ist es noch nicht. Ich würde mal sagen, wir laufen mal an ihr vorbei und schauen mal, was noch alles aufgedeckt wird. Wunderbar, hier haben wir wieder eine Höhle. Das bedeutet, wir könnten uns mal wieder wohin transportieren lassen. Ich würde aber sagen, wir gehen zuerst mal zum Fragezeichen. Und plöpp, da haben wir irgendwas entdeckt. Wunderbar. Und zwar ein Giant Tree. Sehr cool. Freue ich mich drüber. So. Dann gehen wir mal weiter zur Höhle und die werden wir natürlich mal exploren. Vielleicht werden wir auch mal was anderes finden, irgendwas. Bisher haben wir einmal nichts gehabt, dann hatten wir einmal einen Durchgang entdeckt und, schaut mal, wir brauchen ein Seil. Das ist neu, keine Fackel, sondern ein Seil und vielleicht ist diesmal was komplett anderes drin. Ich bin sehr gespannt. We approached a cave where light shined down, a near vertical Jute. We would need a rope to explore its secrets. Sehr interessant. Seht ihr, ist schon mal ein bisschen anders. Finde ich cool, dass es ein bisschen Variationen gibt. Oha. Oha. Hier sind schon die einen oder anderen Leute, wie wir hier vorne sehen, gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. We tied the rope around a stone and rappelled down. We were shocked when we arrived at a small cavern filled with the remainings of what seemed to be a failed expedition. All the bones were found had been cracked open and, as it seemed, sucked empty. Also, all die ganzen Leichen wurden aufgebrochen und leer gesaugt. Und die Knochen wurden auseinandergebrochen und leer gesaugt. Und das sieht ziemlich ekelhaft aus, kann ich mir gut vorstellen. Hoffentlich ist da nicht irgendwo ein Monster, das das gemacht hat. Wir investigaten jetzt mal die Remains und dann, glaube ich, machen wir uns wieder vom Acker, weil hier möchten wir eigentlich nicht lange bleiben. Oh, geil, was haben wir denn da genommen? Ja, I should not be here, das ist wohl wahr. Ein Theodolite, Instrument for doing Triangulation. Triangulation ist sehr cool, da kann man nämlich herausfinden, wo man ist. Und Dynamit, nehmen wir beides mit. Haben wir noch Platz? Alles klar, und Continue. 3 Tage hat es uns gekostet, aber wir haben echt eine coole Geschichte hier gefunden. Hilft uns vom... Okay, left click to use. Only when diary is closed. Right click to move. Ah, okay. Sehr nice. Da können wir nämlich herausfinden, was da alles am Start ist. Ja, wie cool. Wollen wir das mal machen? Ich klicke einfach mal hier hin. Okay, warte, ist nichts passiert. Okay, ich muss uns mal bewegen, weil die Tage laufen nämlich ab. Dann laufen wir mal hier in diese Richtung. Und wir haben wieder was entdeckt. Wunderbar. Nämlich eine Schamanenhütte. Sehr interessant. Außerdem Healing Springs. Ja, wir haben doch ein bisschen Sanity. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier zur Schamanenhütte. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Oh oh, und da sind Hyänen. Da müssen wir aufpassen. Die folgen uns vermutlich auch. Die können uns, glaube ich, riechen. Enter Hut. We entered a mysterious looking hut. Das sieht nicht alpha-mäßig aus, das sieht schön aus. The place smelled of old wet wood with all kinds of dried herbs and other peculiar things hanging from the damp walls. A native shaman approached us with an absent stare as he chewed on some leaves. Was könnten das wohl für Blätter sein? Ja, dann traden wir mal ein bisschen mit dem. Der hat uns rote Pilze. This peculiar mushroom has a rather bad smell. Despite the gross taste, it has very potent healing abilities and is in general beneficial to health. Das ist sehr cool.
damit können wir uns heilen. Haben wir aber eigentlich alles da, was wir brauchen. Und Trommel haben wir selber da, brauchen wir also keine. Jo, das ist cool, aber wir brauchen leider deine Hilfe momentan nicht, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Alles klar, auf Wiedersehen. Dann gehen wir mal hoch zu den Healing Springs. Explore the Springs, wunderbar. Our track stopped at natural hot water springs. Sehr, sehr schön. The water tasted salty and steam rose from it. Very likely from Gothamelli heated groundwater. Sehr, sehr schön. Sieht auch sehr gut aus. Gar nicht wie Alpha, sondern schon wie fertig. Wunderbar, dann würde ich sagen, hier bleiben wir über Nacht, weil wir haben hier schon einiges an Sanity eingebüßt. Wir müssen ein bisschen gucken. Also rest overnight. We settle down, allowing everyone to rest. Wunderbar. Das hat uns 3 Tage gekostet. Okay. Mist lay heavy on the land as we woke the next morning. Dann würde ich sagen, liefen wir mal. Jawohl, new adventures awaiting us. Und wir machen uns mal ein bisschen in diese Richtung hier auf. Wobei ich glaube, wir kommen hier gar nicht weiter. Und hier kommt uns jetzt leider die Hyäne in die Quere. Aber ich würde ja mal sagen, wie funktioniert denn das hier? Okay, wir könnten ja versuchen, mal dieses Horn auszuprobieren. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal hier runter. No! Das ist natürlich Worst Case. Confront Hyenas. Hatte ich eigentlich nicht vor, wenn ich ehrlich sein soll. Und ein Magnetic Pit. Wir gehen einfach mal dahin. Und die Hyäne hat uns nichts getan. Da bin ich sehr froh. Und wir exploren the Pit. We came upon a large, seemingly bottomless pit. Something in the pit must have been eradiating a strong magnetic force, as our compass was useless at this point. Using dynamite, we would be able to close the pit and remove the magnetic interference. Aha, okay, man sieht schon, unser Kompass spinnt. Damit könnten wir also diese Irritation lösen. Aber vielleicht ist da unten etwas drin, was cool ist. Deswegen attachen wir mal ein Rope. We found a nearby tree to which we could attach the rope and drop the other end into the pit. So, wen lassen wir nun runter? Entweder unseren Heiligen oder Mr. McFarland. Und weil natürlich auch da unten eine Gefahr sein kann, würde ich sagen, lassen wir mal unseren Herrn Mr. McFarland runter. Und wir haben tatsächlich was gefunden. Einen Mondstein. Wie geil. A mysterious stone with markings made out of unknown material. Naja, ist aus Mondgestein. Okay. Take all. You are overburdened. Oh no. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwas da lassen. Das ist ein harter Choice. Aber diesen Stein müssen wir mitnehmen. Da gibt es gar keine Diskussion. Da würde ich lieber mal dieses Dynamit. Genau, das lassen wir da. Und dann geht's weiter mit unserer Reise und hoffen, dass wir nicht von den Hyänen gedingst werden. So, und jetzt hätten wir doch mal traden müssen, weil wir haben natürlich eigentlich auch viel zu wenig Platz. Aber vielleicht essen wir ein bisschen Schokolade. Jawohl. Ja, die essen wir jetzt einfach mal auf. So, dann haben wir nämlich wieder einen Platz. Und wir gehen zu den Elephant Graveyards und hoffen, dass uns die Hyänen nicht attackieren. Doch, die attackieren uns. Wir werden aber rennen. Okay, wir haben es geschafft. Sind der ganzen Geschichte entkommen und ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt die Elephant Graveyards untersuchen will. Ich habe eigentlich eher Bock, so schnell wie möglich abzuhauen, aber ich weiß auch nicht, ob die uns nochmal verfolgen. Das probieren wir einfach aus. So, explore the graveyards. This bleak and forebounding place was located in the middle of the swamp. Alles klar, das haben wir schon mal gelesen. Untersuchen wir mal, hat 3 Tage gekostet. Und wir bekommen natürlich wie immer einen Elephant Tusk. Wunderbar. Und weiter geht die Reise. Hier haben wir auch was Schönes, einen Stone Statues. Liebe Hyänen, bitte bleib weg. Das untersuchen wir natürlich wieder. Aha, sehr schön. Sehr schön mit Paint gemacht, liebe Entwickler. Sieht sehr gut aus. We examined the strange more than 3 meters high rock figure. Its cold eyes seem to focus at us. Auf jeden Fall, da bekomme ich schon ein bisschen Angst hier mit dem großen Steinpenis. Bisschen. We noticed some goods at the statue, which must have been put there by the natives of the region.
There were sacrificial offerings as it seemed. Wir untersuchen das mal. Mangos und Fackeln. Aber wir lassen die Sachen da, wo sie sind. Denn wir wollen eigentlich, das brauchen wir erstens nicht. Und zweitens wollen wir unsere Reputation nicht negativ beeinflussen. Und ich würde sagen, wir machen mal ein paar große Sprünge, weil ich möchte ehrlich gesagt, oh no, nicht schon wieder. Nochmal versuchen wegzurennen. Gott sei Dank. Okay. Nochmal. Okay. Ich glaube, wir entkommen ihnen so langsam. Und wir versuchen jetzt mal hier vorbeizulaufen. Bling. New Region. Sehr gut. Wir sind auf einen Hügel gekommen. Das heißt, wir können deswegen ein bisschen weiter gucken. Und ich hoffe mal, dass wir uns nicht gleich hier raussprengen müssen. Weil sonst, wir haben kein Dynamit mehr. Das heißt, wir müssen alles wieder zurück. Und unsere Sanity, die droppt gerade ziemlich hart. Wir könnten aber natürlich mal probieren, Sanity zurückzugewinnen. Ja, oh, das hat sehr gut funktioniert. Wunderbar. Wir könnten vermutlich aber auch hier bei den Healing Springs hin. So, explore the springs. Wunderbar, sieht sehr schön aus. Und wir übernachten hier natürlich auch über Nacht. Wunderbar, Sleep und 3 Tage hat es uns gekostet. Wir haben aber wieder einigermaßen, sind wir aufgefüllt. Wir leaven und schauen mal, was hier unten los ist, in der Hoffnung, dass wir hier auch wieder rauskommen. Aber es sieht gut aus. Mhm. Wir haben Dinge gefunden. Und zwar haben wir hier ein Fragezeichen, da gehen wir gleich mal hin. Außerdem, uns haben Hyänen angegriffen. Wo kommen die denn her? Oh no. Noch nicht angegriffen, aber die könnten uns gleich angreifen. Wir versuchen mal hier zu den Swamps zu entkommen. Okay. Explore the graveyard. This bleak and ancient place was situated in the middle of the swamp. Alles klar, das kennen wir schon. Wir untersuchen das mal. Und bekommen erneut einen Stoßzahn. Die kann man nicht stacken. Wieso kann man den nicht stacken? Das ist jetzt ein bisschen schade. Tja, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich nur mal kurz ein bisschen Whisky getrunken. Was wir sowieso mal tun könnten. Wobei, wir warten mal das Dorf ab. So. Ja, sehr schade. Hätte ich jetzt ein bisschen mitdenken können. Beziehungsweise, die Erfahrung muss man einfach machen. Das heißt, das nächste Mal, bevor man in so ein Graveyard geht, gucken, ob man hier was abbauen kann. Weil die Sachen sind nicht stackbar. Sehr schade. 1 von 1, hier steht's eigentlich, kann man also nicht. Okay. No, Hyänen. Gott sei Dank. Okay, nichts passiert. Wunderbar. Ab ins Dorf. As we approached the settlement, the villagers observed us with caution. Okay, wir könnten über Nacht bleiben oder ein bisschen traden. Ich würde sagen, wir traden mal ein bisschen. Wobei die uns eigentlich nicht so unfassbar viel anzubieten haben. Aber wir könnten trotzdem ja mal... Ne, die Drums lassen wir. Tja. Wirklich viel brauchen wir von euch gar nicht. Tut mir wirklich leid. Tja, macht nichts. Aber trotzdem würden wir gerne über Nacht bleiben. Und vielleicht nimmt ja einer unseren Whisky. Ah, ja, natürlich. Der Whisky. Natürlich geben wir den Whisky. Dadurch steigt unsere Reputation um 1. Das habt ihr hier oben gesehen. Und wir gehen schön schlafen. Wunderbar. Allerdings droppt jetzt unser Ding auch wieder um 2. So, wobei ich überlege gerade, ob es nicht besser gewesen wäre, statt schlafen zu gehen, statt denen den Whisky zu geben, ihn selbst zu trinken, dann hätten wir nämlich mehr Sanity gehabt. Aber wir haben ihn praktisch eingetauscht gegen Standing. Ich würde ja am liebsten nochmal schlafen. Okay. Okay, aber die sind jetzt schon ein bisschen deutlicher, was die Ablehnung angeht. Das heißt, wir hauen jetzt auch wieder ab. Sind aber richtig schön voll wieder mit Sanity. Und das ist die Hauptsache. So, dann würde ich sagen, weiter geht unsere Reise. Und zwar in diese Richtung. Sehr gut, die Hyänen haben wir abgelenkt, weil wir nämlich flotti-karotti unterwegs waren.
Und wir gucken jetzt vielleicht auch mal in diese Höhle rein. Hier oben haben wir bereits wieder die nächste Gefahr am Start, und zwar weitere Hyänen. Wir haben etwas entdeckt, und zwar den Cave, und da werden wir jetzt mal reingehen. We approached a cave. The entrance led deep into the darkness. We would need a torch. Kein Problem, haben wir. Und hinein. We were surprised to see that this is just the entrance to a long underground tunnel. Und natürlich erforschen wir auch diesen Tunnel wieder. We marched through the darkness of the tunnel. I don't remember how many hours we ventured on. Und wir kommen wieder irgendwo raus, was sehr cool ist. Ich bin gespannt. Ja, sehr geil. Okay. Wo befinden wir uns denn insgesamt? Da oben. So. Und unser Kompass sagt, dass irgendwo hier oben auch die Pyramide sein sollte. Vermutlich irgendwo hier, was wir noch nicht gesehen haben. Das heißt, wir werden jetzt uns jetzt mal wieder in Richtung, wir werden vielleicht mal hier hingehen, zu dem Old Camp, noch ein bisschen erforschen und dann in diese Richtung weiter uns vorarbeiten, um dann hoffentlich die goldene Pyramide zu entdecken, weil wir sind jetzt auch schon wieder eine Weile bei der Aufnahme dabei. Okay. Explore the camp. Ein altes Camp. Oh mein Gott, entered an old campsite, likely the remains of a failed expedition before us. All the bones we found had been cracked, opened and, as it seemed, sucked empty. Genauso wie in der Höhle. Und ja, hier sind wieder unsere Leute. Alles klar. Dann so untersuchen wir mal die Area. 3 Tage hat es gekostet. Und wir haben gerade mal 2 Fackeln gefunden. Das hat sich ja richtig gelohnt. So, packen wir aber auf jeden Fall ein und tschüss. So. Ja, kommt auch mal vor. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier zu dem Dorf. Wir haben ein Dorf gefunden. Sehr gut. Da gehen wir auf jeden Fall hin, denn wir müssen ein bisschen schlafen und vielleicht können wir auch ein bisschen was handeln. Stay overnight. Zuerst mal traden wir ein bisschen. Oha, einen blauen Pilz haben wir gefunden. Das ist sehr interessant. Und ich glaube, den versuchen wir mal mitzunehmen und den tauschen wir dann gegen Trommeln ein und gegen 2 Fackeln. Das ist ganz cool, haben wir gerade eben gefunden im Camp. Können wir also ohne Probleme wieder abgeben und dafür haben wir einen richtig tollen Mushroom gefunden. Und damit können wir unsere Sichtweite erweitern. Sehr schön. Alles klar, dann schlafen wir noch ein bisschen. Moment. Stay overnight. Oh, ach so, ich verstehe. The natives we were agreed to let us take shelter in the village. However, they demanded attribute because our bad reputation. Also sie lassen uns nur dann bei ihnen schlafen, wenn wir ihnen sozusagen eine Gegenleistung dalassen. Das ist hart. Mal gucken, was sie da so erwarten, in welchem Wert. Oh mein Gott, das muss richtig teuer sein. Das Fernglas. Vielleicht ein Mondstein. Der Mondstein scheint es zu sein. Den hätte ich gerne mitgenommen, aber wir können was anderes probieren. Nein, das funktioniert nicht. Elephant Tusk. Also irgendwas, was so ungefähr. Obwohl, 30 reicht auch schon. Dann nehmen wir den Mondstein, lassen wir nämlich da. Genau. Und wir geben ihnen einfach den Elephant Tusk und das war's. So. Deal. A darkness fell, the natives lit a campfire and invited us to sit with them. Oh. In a quiet moment, one of the village elders gave us a very serious look and stated a question. He asked us if we knew who created the humans. Das ist eine Fangfrage. Wir wissen selbstverständlich, dass Evolution dafür verantwortlich ist, aber wir befinden uns hier in einem eingeborenen Dorf, da müssen wir etwas respektvoll sein und vermutlich glauben die an etwas, also sagen wir mal Gott. We told him that we believed God created the humans. He listened to our explanation and went quiet. Vermutlich die richtige Antwort, ich weiß nicht genau. Sleep. So. Wir schliefen ganz wunderbar. It was obvious that we had stressed the hospitality of our villagers too much. Auf jeden Fall, wir haben nur noch 5 und ja, wir müssen, glaube ich, dringendst leaven. Tag 121, das ist eine lange Mission. Oh, the villagers stared at us as we departed. The following days we felt that we were not alone in the wilderness. Wir werden beobachtet, meine Freunde. Wir müssen echt dafür langsam sorgen.
dass wir die Pyramide finden, die ich vermute, irgendwo hier vermute, weil unser Kompass zeigt irgendwie nach oben und hoffentlich nicht irgendwo ganz weit unten oder so. So, deswegen gehen wir jetzt mal in diese Richtung und exploren erstmal hier den Wasserfall. Wunderbar. Wir sind dort angekommen, alles gut. Wir brauchen aber leider nicht resten. Das heißt, das hätten wir uns eigentlich auch sparen können. Okay, man macht auch mal Fehler. So, dann gehen wir mal da hoch und hier müsste jetzt doch eigentlich die goldene Pyramide sein. Ist sie aber nicht. Okay. Damit müssen wir leider, glaube ich, komplett runter, weil hier oben haben wir keine Pyramide. Was ist eigentlich das da hier? Hier oben gibt es keine Pyramide, das heißt, die kann sich ja nur irgendwo da unten befinden, in dem Bereich. Und tatsächlich, unser Kompass hat mal gerade eben komplett seine Richtung geändert. Vermutlich, weil wir eben da hochgegangen sind. Und ja, großartig. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal einen großen Schritt und hinterlegen eine Strecke von 24. Was werden wir wohl entdecken? Eine weite Strecke, die wir zurücklegen. Wunderbar. Allzu viel haben wir nicht entdeckt. Aber was sagt der Kompass? Ja, der sagt schon wieder eher in diese Richtung. Das heißt, wir gucken mal, was wir hier finden werden. In der Hoffnung, dass hier die Hyänen nicht in unsere Nähe kommen. Könnte vielleicht hier das da sein? Wir gehen nochmal ein Stückchen nach da oben. Okay. Und dann gehen wir runter hier durch das Schwammland. Was haben wir gefunden? Irgendwas haben wir gefunden. Explore Graveyard. Okay. So, und hier, Kompass zeigt komplett nach oben wieder. Hier. Das könnte natürlich sein. Okay, aber immerhin, wir werden mal den Graveyard exploren. Wieder unser guter alter Elefantenfriedhof, wie wir es schon gewohnt sind. Und wir durchsuchen natürlich die Gegend. Kostet uns zwar 3 Tage, aber 2 Stoßzähne. Sehr gut, so am Ende unserer Reise können wir das nochmal gebrauchen. Packen damit unser Gepäck voll. Ja, wunderbar. So, was haben wir hier eigentlich? Wir könnten natürlich die Dinge auch mal benutzen eigentlich. Wollten wir ja eigentlich schon vorher mal machen. Aber ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Na, so nicht. Right-click to move. Es scheint ein Gegenstand zu sein, der insgesamt einfach so unsere Sichtweite erhöht. Und hier haben wir den, genau, for triangulation. Hier war es Left-click to use. Select Destination. No capture. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Tata! Tatsächlich, wir haben sie gefunden. Unsere goldene Pyramide. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal rein. Wir haben einiges erkundet, muss ich mal sagen. Toll, sehr gut. Explore. We successfully uncovered the Golden Pyramid. Wunderbar, wir haben überhaupt keine Experience Points gesammelt, fällt mir auf. Keine Ahnung wieso. Aber Freya Stark ist unlocked. Das ist schon mal sehr cool. Und wir entern die Pyramide und dürfen uns wie immer jetzt herausruhen, was wir wohl möchten, welchen Perk. Und zwar hätten wir da den Desert Explorer. Reduced Movement Costs in Deserts. Sehr cool. Vielleicht, wenn wir nach Afrika kommen, in eine nicht ganz so bewaldetes Gebiet, scheint es interessant zu sein. Dann Good Reputation. Das wäre uns heute vielleicht fast zum Verhängnis geworden, weil wir relativ viel in Dörfchen waren. Dann Explosion Expert. Das interessiert mich immer noch nicht so sehr. Jetzt ist die Frage, Good Reputation oder Desert Explorer? Und ich würde mal sagen, wir nehmen für jetzt mal Good Reputation, weil uns das auch in jeder weiteren Klimazone hilft. Und damit Deal. Good luck for our future expectations. Thank you very much. Das war Success. Dann schauen wir doch mal, was wir alles an Fame eingeheimst haben. 82 ist unser aktueller Stand. Die goldene Pyramide bringt uns 150, 2 Elefantenstoßzähne, 50, 5 Butterfliegen haben wir gefunden, 25. Viele Tage haben wir gebraucht. Oh mein Gott. New Frame 130. Wow, okay.
Also das heißt, viel rumstreifen ist zwar nett, aber wenn wir nicht ein riesen Gepäck haben, wo wir viele Dinge reintun können, die uns dann wieder Punkte geben, bringt es eigentlich nicht, so viel lang unterwegs zu sein. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall noch einen Esel mitnehmen oder was in der Art. Wir schauen uns noch mal kurz die Map an. Hier waren wir unterwegs. Wunderschön. Und damit finishen wir die Expedition. Und ja, das war's mit dem vierten Teil von Expedition, of Curious Expedition. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Damit schließe ich auch diese Aufnahmesession, weil meine Condition ist ein bisschen down. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Däumchen nach oben. Das wäre ein Träumchen. Ansonsten freue ich mich auch über ein Abo. Und schreibt was in die Kommentare, um mich motiviert zu halten, wenn ich weitermachen soll. Ansonsten Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.